Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Frau Kollegin Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Folgen der Corona-Krise treffen alle. Aber sie treffen nicht alle gleichermaßen hart. Und das hat noch einmal, diese Krise erfordert vor allem eins, Solidarität. Solidarität mit all jenen, die diese Krise besonders hart trifft, gesundheitlich, finanziell, wirtschaftlich und persönlich. Und deswegen ist es richtig, dass nun viele Milliarden ausgegeben werden, um die wirtschaftliche Existenz von Familien, von Berufstätigen, von Unternehmen zu retten. Aber es gibt bei diesen Rettungsprogrammen einige Lücken und es gibt eine Schieflage. Und zwar sowohl bei den Regelungen, die derzeit gelten, also wer darf öffnen und warum und wer nicht, als auch eben bei den Hilfsprogrammen. Und Herr Kasseckert, wenn Sie sagen, die Sofortprogramme waren vor allem, die Soforthilfe war vor allem eine Liquiditätshilfe, ja, kann man sagen, das hat vielen Unternehmen geholfen, also eine Liquiditätshilfe in Verbindung mit dem Kurzarbeitergeld, weil diese Unternehmen eben die Möglichkeit haben, die Lohnkosten zu kompensieren durch das Kurzarbeitergeld. Aber die Solo-Selbstständigen, die sind bei den Soforthilfen durch die Gitter gerutscht. Und eben genau deshalb, weil sie ihren Lebensunterhalt nicht als Betriebsausgaben geltend machen können. Also ein freiberuflicher Musiker zahlt sich ja nicht selber ein Geschäftsführergehalt, für das er dann Kurzarbeitergeld beantragen kann. Ja, und ein freiberuflicher Fotograf oder ein Schauspieler, der hat eben nicht diese Betriebskosten, wenn er kein Büro hat oder wenn er von zu Hause arbeitet, kein Atelier hat. Und das ist das Problem, dass da eine Lücke entstanden ist, die in einigen Bundesländern durch Regelungen gefüllt wurden, in Hessen aber leider nicht. Und im vorliegenden Antrag der Koalitionsfraktionen wird das ja als Problem erkannt. Sie erkennen das als Problem. Sie sagen, es ist ein Problem, dass die Lebenshaltungskosten der Soloselbstständigen nicht von den Soforthilfen abgedeckt werden. Und so schön dann diese, also so schön diese Erkenntnis ist, einfach die Folge, infolge die Verantwortung auf den Bund abzuschieben, das reicht einfach nicht aus. Damit stehlen Sie sich aus der Verantwortung. Also schön, dass Sie das Problem erkennen, aber wenn Sie es nicht lösen, dann ist das so wie mit dem Klatschen. Es ist ganz nett, aber es hilft niemandem. Und deswegen, Frau Kinkel, verstehe ich ja die Kritik am Bund, aber das befreit das Land nicht davon, dass es auch in der Verantwortung ist. Weil gerade Kunst und Kultur ist doch für diese Gesellschaft elementar wichtig. Und wenn wir wollen, dass die vielfältige Kulturlandschaft, die wir in Hessen haben, überlebt, dann brauchen wir Hilfsprogramme. Es gab eine Abfrage vom Verband LaProf, wo die Schauspieler der freien Szene und kleine Theater in Hessen einmal gefragt haben, was glaubt ihr denn, mit welchen Einnahmeverlusten ihr rechnen müsst, wenn bis Sommer, wenn nur bis Sommer keine Aufführungen mehr stattfinden können. Und da ist eine Summe rausgekommen von 3,8 Millionen Euro. 3,8 Millionen Euro allein in Hessen bis zum Sommer entstehen kleinen hessischen Theatern und Schauspielern an Schaden, wenn der Lockdown in dem Bereich so weitergeht. 3,8 Millionen, das ist sehr viel Geld für kleine Theater und Schauspieler. Aber 3,8 Millionen im Vergleich, also in Relation zu 2 Milliarden Euro Nachtragshaushalt, in Relation zu den Summen, über die wir reden, wenn wir darüber reden, Großunternehmen retten zu wollen. Meine Damen und Herren, das ist doch nicht zu viel. Es muss doch dem Land wert sein, 3,8 Millionen Euro einfach in diesen Bereich reinzustecken. Das kann sich doch ein so reiches Land leisten, wenn wir sonst über Milliardenbeträge reden. Da ist das nämlich eine relativ kleine Summe, aber nicht für die Betroffenen. Es ist eine Frage der Prioritäten. Und es ist eine Schieflage, wenn die Geldspritzen bei Großunternehmen, die Milliarden fordern, locker sitzen und jetzt schon wieder über Abwrackprämien geredet wird, aber ein paar tausend Euro Soforthilfe für Soloselbstständige an bürokratischen Regeln scheitern soll. Und da frage ich Sie, Frau Kinkel und Herr Kasseckert und auch den Wirtschaftsminister, ja, wer hält Sie denn davon ab, ein eigenes Landesprogramm zu machen? Der Bund
Bund hat keine Mittel bereitgestellt. Der Bund hat es Ihnen aber nicht verboten. Natürlich können Sie ein eigenes Programm machen. Aus Landesmitteln. Und dass es geht, hat doch NRW gezeigt und Bayern gezeigt und Baden-Württemberg gezeigt. Es gibt doch Bundesländer, die Regelungen geschaffen haben. Und die Regelungen geschaffen haben. Und da muss es doch eine Möglichkeit geben, dass das Land Ausfallhonorare zahlt bei den Kulturbetrieben, dass man die Kommunen dabei unterstützt. Wir brauchen wie so eine Art Pandemie-Übergangsgeld. Eigentlich bräuchten wir das auf Bundesebene. Da haben Sie vollkommen recht. Wir bräuchten das auf Bundesebene für Freiberufler. Ob das freiberufliche Fitnesstrainer sind, die gerade nicht arbeiten können, oder ob das freiberufliche Musiker oder Fotografen sind, für Taxifahrer, für entlassene Minijobber. Ja, das bräuchten wir auf Bundesebene. Die Forderung unterstütze ich. Aber nur weil es das auf Bundesebene nicht gibt, heißt das nicht, dass das Land nichts tun kann. Wir können ein eigenes Programm machen. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen beschämend, Kulturschaffende einfach auf die Grundsicherung zu verweisen und zu sagen, beantragt doch Hartz IV. Also für viele, natürlich ist das für viele ein enormer Einnahmeverlust, und es ist eine sehr große Hemmschwelle. Und es ist auch darauf hingewiesen, dass es Menschen gibt, die in Bedarfsgemeinschaften leben. Und die Vermögensprüfung bei Hartz IV ist zwar ausgesetzt, der Unsinn von den Bedarfsgemeinschaften, der besteht aber weiterhin. Und deswegen gibt es viele Künstlerinnen und Künstler, die überhaupt nicht Hartz IV beantragen können und trotzdem dann eben ganz hohe Einnahmeverluste haben. Und auch die Kredite helfen natürlich nicht wirklich. Wer soll die denn irgendwann wie zurückzahlen? Weil ich meine, das ist ja keine nachholende, da gibt es ja keine nachholenden Effekte. Wer im Frühjahr nicht ins Theater gegangen ist, geht ja nicht im Herbst dreimal ins Theater, normalerweise. Also deswegen, wir haben hier eine Kulturlandschaft, die wirklich gefährdet ist. Ja, die wirklich gefährdet ist. Ähnlich wie andere Bereiche, wo wir gestern schon darüber geredet haben, die Jugendherbergen, wo wirklich dabei ist, was wegzubrechen. Und hier muss das Land aktiv sein. Der Bund ist in der Pflicht. Aber dann, wenn der Bund es nicht tut, dann muss das Land einspringen. Und hier können Sie nicht aus der Verantwortung stehen, meine Damen und Herren. Und parallel dazu, und das steht ja auch im Kontrast, gibt es ja wieder bereits Milliardenforderungen seitens der Autoindustrie. Es kommen etwa Mehrwertsteuer, es kommen die Mehrwertsteuersenkungen für die Gastronomie, kosten alleine 3 Milliarden € auf Bundesebene. Und Kaufprämien für Neuwagen sind ein gutes Beispiel für Subventionen, die wirtschaftlich eigentlich kaum etwas bewirken, weil es in der Regel einfach nur Mitnahmeeffekte bei sowieso geplanten Käufen ist. Und die meisten Autos verkaufen deutsche Autobauer bekannterweise auch nicht in Deutschland, sondern außerhalb von Deutschland, vom umweltpolitischen Sinn mal ganz zu schweigen. Wir wissen, dass Neuwagen im Schnitt 18 Jahre fahren. 18 Jahre, da müsste man längst aus dem Verbrennerantrieb ausgestiegen sein, um die Klimaziele zu erreichen. Also jetzt noch den Kauf von neuen Verbrennern zu fördern, ist klimapolitischer Wahnsinn. Und ich frage mich auch immer, warum es immer bei Autos ist, dass wir über Kaufprämien diskutieren. Man könnte ja auch über Kaufprämien für Bücher diskutieren, beispielsweise. Der lokale Buchhandel ist akut gefährdet. Ja, wir könnten ja auch in anderen Bereichen mal bei Fahrrädern oder in anderen Bereichen mal über Kaufprämien reden. Aber es geht immer nur um Autos, meine Damen und Herren. Ähnlich absurd ist, was gerade bei der Lufthansa geschieht, einem der größten Arbeitgeber in Hessen. Das muss man sich vorstellen. Der Staat verhandelt mit einem Unternehmen, unter welchen Bedingungen er es retten darf. Und der Lufthansa-Vorstand nimmt dann noch die Beschäftigten als Faustpfand und droht mit der Insolvenz. Ich finde, das ist wirklich ein ungeheuerlicher Vorgang. Und da zeichnet sich in den letzten Tagen ab, dass der Staat 10 Milliarden € in die Lufthansa stecken wird, mehr als 2,5-mal so viel, als das Unternehmen gerade wert ist. Und dann lässt es sich mit 25% der Aktien abspeisen. Das ist schon ein bisschen Hanebüchen. Also wenn der Staat eine Fluggesellschaft mehrfach kauft, dann müsste er ja doch eigentlich auch Mitspracherecht haben. Und ein staatlicher Wiedereinstieg bei der übrigens erst 1997 komplett privatisierten Lufthansa, der müsste doch konsequent genutzt werden, um die Fluglinie nicht auf schnellen Profit zu trimmen, sondern sozial und ökologisch umbauen zu können. Finde ich, zeigt Frankreich ganz gut. In Frankreich mit Staatshilfen für Air France KLM beschlossen worden. Und das ist an die Auflage gekoppelt worden, dass man die Airlines nachhaltig umbaut. Zu den geforderten Maßnahmen gehört die Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030, die faktische Abschaffung der Inlandsflüge jenseits des Zubringerverkehrs. Weil wir müssen doch auch sehen, das hat Frau Kinkel ja auch richtig gesagt, die Klimakrise geht ja weiter. Und der Luftverkehr muss schnell und radikal umgebaut werden. Deswegen lassen Sie uns doch diese Krise auch nutzen, um wirtschaftspolitisch Einfluss zu nehmen, dass eben Klimaziele auch erreicht werden können, meine Damen und Herren. Und ein weiterer Punkt. Bei allen Staatshilfen ist darauf zu achten, dass Unternehmen, die sie erhalten, in dieser Zeit weder Dividenden ausschütten noch exorbitante Vorstandsboni zahlen.
Ich finde, der Staat sollte schon die Forderung stellen, dass Milliardenhilfen an Unternehmen nicht gehen, die Steueroasen, die ihr Geld in Steueroasen auslagern oder Tarifverträge umgehen. Da hat unsere Bundestagsfraktion ja gerade die Geschäftsberichte der 30 DAX-Konzerne auswerten lassen, von denen ja viele um Staatshilfe bitten. Und alle 30 haben Töchter und Beteiligungen in Steueroasen. Ich finde, das geht überhaupt nicht an. Wer in der Krise, wer in schlechten Zeiten Geld vor Steuermitteln haben will, der sollte gefälligst auch seine Steuern hier zahlen und nicht Steuervermeidungspraktiken in Steueroasen fabrizieren. Hier muss der Druck erhöht werden. Dänemark macht das. Die sagen ganz klar, Unternehmen mit Sitz in Steueroasen bekommen keine Staatshilfe und auch keine, die trotz der Krise noch Dividenden ausschütten. Das ist letztlich eine Frage der Prioritäten. Es ist eine Frage des politischen Muts. Und deshalb, wenn wir über Wirtschaft reden, dann reden wir über die Beschäftigten in diesem Land. Für viele reicht das Kurzarbeitergeld von 90% überhaupt nicht aus. Auch hier muss sich das Land beim Bund dafür einsetzen, dass es erhöht wird. Jetzt wird hier gerade wieder über Deregulierung geredet. Wir brauchen in dieser Krise keine Deregulierung, keine Ausweitung der Arbeitszeiten, keine Auflockerung der Sonntagsarbeit. Was wir brauchen, ist Schutz für die Beschäftigten und keine Deregulierung, meine Damen und Herren. Und das ist bezahlbar. Wir leben in einem sehr reichen Land. Und es gab noch nie so viel privates Geldvermögen wie heute in diesem Land. Und das ist zutiefst ungerecht verteilt. Und deswegen müssen wir natürlich auch über die Frage der Krisenlasten reden. Und es kann auch nicht sein, dass die Armen und der Mittelstand die Kosten für diese Krise weitertragen, wenn das reichste Prozent der Bevölkerung in Deutschland ein Drittel des Vermögens besitzt. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Vielen Dank, Herr Präsident. Es gäbe noch viel zu sagen. Aber dann komme ich zum Schluss. Ich denke, dass der Bund könnte mehr tun, aber auch das Land müsste mehr tun, insbesondere bei den Kulturschaffenden, bei den Solo-Selbstständigen. Weil gerade in dieser Not zeigt sich doch, wir brauchen Solidarität und wir brauchen Rücksichtnahme aufeinander, und zwar sowohl bei der wirtschaftlichen Absicherung als auch beim Gesundheitsschutz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die Landesregierung spricht der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir befinden uns in der größten wirtschaftlichen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben Herausforderungen, denen wir uns gerade gegenübersehen und auch in den nächsten Monaten uns gegenübersehen werden, wie es sie in der Wirtschaftspolitik noch nie gegeben hat. Das ist größer als die Finanzkrise, das ist größer als die Ölkrise, das ist sozusagen mehr als das, was dieses Land seit 1949 erlebt hat. Und manchmal muss man sich ein bisschen zurückerinnern, worüber wir vor drei Monaten noch geredet haben. Da war der größte wirtschaftspolitische Aufreger die Bonpflicht an der Kasse. Und ich kann Ihnen sagen, gestern hat mir mein Friseur freudestrahlend den Bon überreicht, wo er vor drei Monaten noch geschimpft hat, dass er ihn ausdrucken muss. So schnell ändern sich die Zeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, dass ich ausdrücklich zugestehen will, Herr Kollege Eckert, dass ich dankbar bin, dass wir vor zwei Monaten hier in diesem Haus mit sehr großer Einmütigkeit gesagt haben, dass wir auch als Land reagieren müssen auf diese Herausforderung, die da vor uns liegt. Das war damals ein einstimmiger Beschluss. Ich stelle aber fest, dass gestern die Opposition entschieden hat und das ja auch ausdrücklich gesagt hat, dass diese Gemeinsamkeit nicht mehr gilt und dass manche trotz dieser riesigen Herausforderung, die weiter vor uns liegt, inzwischen schon auf Rebhuhn-Niveau angekommen ist. Ich bedauere das ausdrücklich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen vielleicht zur Frage der Soforthilfe. Wir haben vor sieben Wochen noch nicht gewusst, dass wir am heutigen Tage über 120.000 Anträge im Eingang haben. Und wir haben das wirklich vor sieben Wochen auf den Weg gebracht, in einer Schnelligkeit, die ich niemals für möglich gehalten hätte.
dass das geht. Nämlich vom 13. März, das war die Ankündigung von Peter Altmaier und Olaf Scholz mit der unbegrenzten Liquidität, wo übrigens ein Kommunikationsdefizit war, weil die Bundesregierung hat von Anfang an von diesen drei Säulen gesprochen, Stichwort betriebliche Liquidität, Stichwort Kredite, Stichwort erleichterter Zugang zur Grundsicherung, hat aber nur die ersten beiden groß dargestellt und damit Erwartungen geweckt, die am Ende nicht erfüllt worden sind. Das ist ein Teil auch des kommunikativen Problems, was wir gerade haben. Aber wir haben diese Soforthilfe auf den Weg gebracht. Wie gesagt, vom 16. März war Beschluss Bundeskabinett, dann Bundestag, Bundesrat, Landtag. Und am 30. März konnten die ersten Anträge gestellt werden. Und da haben hunderte Leute Tag und Nacht daran gearbeitet, dass das geht. Und wir haben es geschafft, bis heute nicht nur 120.000 Anträge entgegenzunehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern 89.000 positiv zu bescheiden. Das sind fast drei Viertel dieser Anträge. 9%, das sind knapp 10.000, sind auch abgelehnt worden, weil manche haben es halt mal probiert, wenn sie gedacht haben, da ist sehr viel Geld in Anführungszeichen unterwegs. Und damit haben wir 82,5% dieser Anträge bearbeitet zum gestrigen Tag um 16 Uhr. Und bei 12,5%, die sind auch nicht unbearbeitet, Herr Naas, sondern da gibt es noch unbeantwortete Rückfragen. Und ich darf mal daran erinnern, Herr Naas, dass Sie am 1. April, aber Sie haben das damals ernst gemeint, gesagt haben, wir sollen uns ein Beispiel an Herrn Pinkwart in Nordrhein-Westfalen nehmen. Was für ein Glück, dass wir das nicht gemacht haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben damals gesagt, da ist alles total digital und total einfach, da muss man auch nichts hochladen. Inzwischen ist die Auszahlung in NRW gestoppt. Drei Staatsanwaltschaften in NRW sind wirklich gewerbsmäßigem Betrug auf der Spur, der da stattgefunden hat. Es ist nicht so, dass es das bei uns nicht auch gab, als Versuch von Einzelnen. Aber in der Massivität hat das Verfahren in anderen Bundesländern teilweise geradezu herausgefordert. Deswegen sage ich, wir haben ein Online-System. Wir haben trotzdem die Forderung, dass bestimmte Dokumente vorgelegt und hochgeladen werden müssen. Und wir haben mit den Handwerkskammern und den Industrie- und Handelskammern und der HTI Menschen, die Antragstellerinnen und Antragsteller beraten. Und das klappt sehr gut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dafür danke. Danke an alle, die das möglich gemacht haben, beim Regierungspräsidium Kassel, bei den Regierungspräsidien Gießen und Darmstadt, die mitgeholfen haben, beim Innenministerium, beim Wirtschaftsministerium und ich will das an dieser Stelle sagen, auch beim Finanzministerium, weil ich denke, die letzten 5 Wochen jeden Tag an denjenigen, der dieses Programm mit mir gemeinsam entwickelt und auf den Weg gebracht hat. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie wir am 28. März in der Staatskanzlei saßen und die unfassbare Nachricht vom Tod von Thomas Schäfer verarbeiten mussten. Und es war, wie ich finde, geradezu übermenschlich, dass die gesamte M-Gruppe im Finanzministerium, der gesamte M-Bereich und an der Spitze Martin Worms auch am Tag danach weitergearbeitet haben, weil wir wussten, dass am Montagmorgen die ersten Anträge gestellt werden kann. Und deswegen an dieser Stelle noch einmal einen ganz besonderen Dank an das Finanzministerium. Stichwort Kommunikation, Stichwort Solo-Selbstständige, in Anführungszeichen nur mit Lebenshaltungskosten, ohne Betriebskosten. Da gab es am Anfang, wie gesagt, Erwartungen, die an die Wand gemalt worden sind, die wir am Ende sozusagen mit den Mitteln nicht erfüllen konnten. Das ist bedauerlich. Das ist bedauerlich ausdrücklich. Und ich will das an dieser Stelle mal sagen. Wir hatten jetzt drei Wirtschaftsministerkonferenzen per Schalten, und da waren sich auch fast alle einig an dieser Stelle. Aber, und an dem Punkt ärgert mich manchmal manche Kommunikation, derjenige, der immer sagt, das gibt es mit ihm nicht, ist ein gewisser Olaf Scholz. Den kennen Sie. Den kennen Sie. Und ich glaube, dass an diesem Punkt klar ist, dass es da eine klare Entscheidung gibt. Und ich weiß, dass wir gerade was Kultur- und Kreativwirtschaft angeht, noch viel machen müssen. Aber seien Sie sicher,
dass die Kunst- und Kulturministerin schon ein Konzept erarbeitet hat, das sich in der Endabstimmung der Regierung befindet, wie wir Kunst, Kultur und Künstlerinnen und Künstler nach vorne gerichtet unterstützen können, damit wir genau diese Orte und diese Kreativität auch in dieser schwierigen Phase zukünftig erhalten können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will einen weiteren Punkt sagen. Stichwort Mikroliquidität bei der WI Bank, weil das ist ein 100%-Kredit in Landesverantwortung, ein Produkt, das es jetzt 4 Wochen gibt. Da haben wir inzwischen 4.000 Anträge, auch da in Kooperation mit den Kammern als Kooperationspartner. 700 wurden abgelehnt, weil die Bedingungen absolut nicht gepasst haben. Aber immerhin haben wir, Stand vorgestern, 1.250 Bewilligungen in diesem Bereich. Und auch das zeigt, dass das offensichtlich ein gutes Produkt ist, um am Ende in dem zweiten Bereich, nämlich der Frage sehr günstige Kredite, sozusagen jenseits der Soforthilfen, zu helfen. Und ich will sagen, dass ganz klar, und das ist der Punkt, Stichwort nach vorne gedacht, der mir ganz, ganz wichtig ist. Wir haben das Präventionsparadox. Vermiedene Schäden werden nicht sichtbar. Und deswegen sagen viele Leute inzwischen, war doch gar nichts, warum habt ihr so viel sozusagen gesperrt und runtergefahren? Ich will das an dieser Stelle einmal sagen. Da, wo die Populisten regieren, schönen Gruß von Donald Trump und Boris Johnson, da können Sie übrigens sehen, was passiert, wenn man es nicht kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Genau. Alles in Ordnung. Aber ich will das ausdrücklich sagen. Jedem staatlichen Zuschuss und jeder staatlichen Hilfe vorzuziehen, ist immer natürlich die eigene Einnahme des Unternehmens. Und deswegen arbeiten wir auch daran, in jedem einzelnen Bereich, weil wir so erfolgreich waren in der Bekämpfung der Pandemie, diese Bereiche auch wieder zu lockern. Das können wir jetzt, weil wir so erfolgreich waren. Aber wir können es nur Schritt für Schritt, und wir dürfen dabei nicht leichtsinnig werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was den Einzelhandel angeht, werden wir den nächsten Schritt, nämlich den Übergang von der 800-Quadratmeter-Regel zur Betrachtung Kunde pro Verkaufsfläche machen. Das werden wir machen. Wir werden auch nach der Schalte, die gerade jetzt in der Vorbesprechung stattfindet, Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, natürlich auch über die Frage weiterer Lockerungen im Bereich Gastronomie, Beherbergung und Tourismus reden. Ich sage das ausdrücklich, ja, wir hatten gestern 2 Stunden Wirtschaftsministerkonferenz, und wir wollen von Mitte bis Ende Mai Schritt für Schritt diese Bereiche wieder ermöglichen. Allerdings ganz klar, wenn es möglich ist, dort die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Das muss immer die Bedingung sein, weil wir dürfen nicht in die zweite Welle laufen. Und gleichzeitig ist völlig klar, dass die Gastronomie, dass das Beherbergungsgewerbe, dass der Tourismus auch eine Perspektive brauchen. Deswegen wird das schrittweise von Mitte bis Ende Mai passieren. Was wir nicht machen werden, Herr Kollege Eckert, ist, hier konkrete Daten vor der Schalte in die Welt hinaus zu posaunen. Weil was nämlich mich ehrlich gesagt, das will ich an dieser Stelle, bin ich aus meinem Herzen mal meine, keine Mördergrube machen. Was mich wirklich ärgert, ist, dass Einzelne einen Wettbewerb von konkreten Plänen vor der Absprache machen und sagen, egal was nachher besprochen wird, so machen wir es, und die Gleichen dann danach den Flickenteppich beklagen. Das funktioniert nicht, meine sehr verehrten. Das kann einfach nicht funktionieren. Und wer gestern, also es war zum Verrücktwerden, wer gestern gesehen hat, Titelseite FAZ, der Herr Weil, der gesagt hat, weil er sich so sehr geärgert hat darüber, dass Sachsen-Anhalt vorgeprescht ist, prescht er jetzt auch vor. Das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, einfach so geht's nicht. So geht's nicht. Und wir als hessische Landesregierung und als Corona-Kabinett haben uns an diesem Wettbewerb, sozusagen irgendwelche Daten in die Welt hinaus zu posaunen und danach mit den anderen zu reden, nicht beteiligt. Das werden wir auch weiterhin nicht tun. Heute ist die Schalte Bundeskanzlerin, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, und danach werden wir die Daten bekannt geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktionen ist jedenfalls abgelaufen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Und drittens, natürlich werden wir die hessische Wirtschaft dann danach, wenn die Lockerungen, soweit es verantwortbar ist,
passiert sind, werden wir diese Wirtschaft beim Wiederanfahren unterstützen. Und das sind dann auch Konjunkturprogramme, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden auch der Gastronomie, wir werden dem Veranstaltungsgewerbe, der Kultur- und Kreativwirtschaft helfen müssen. Aber auch an dieser Stelle helfen müssen und helfen wollen, ja klar, weil die am längsten das Problem haben, dass sie noch nicht wieder in den Normalmodus kommen. Der Friseur ist bis Ende Mai ausgebucht. So, und deswegen an diesem Punkt ist klar, aber auch an der Stelle werden wir auf jeden Fall sagen, dass wir sehr klug beraten sind, die Bundesprogramme, die auch kommen werden, mit dem, was wir dann vorstellen, abzustimmen und an den Stellen zu ergänzen, wo die Bundesprogramme Lücken lassen. Das haben wir bei den Soforthilfen so gemacht, und das werden wir auch bei den Konjunkturprogrammen so machen. Das ist, meine Damen und Herren, aus meiner Sicht seriöse Politik. Ein letzter Punkt, damit er auch an dieser Stelle erwähnt ist, wo wir auf jeden Fall aktiv werden müssen, ist der Bereich Ausbildung. Weil Firmen, die jetzt Probleme haben, könnten sagen, dass sie im Herbst keine Azubis einstellen. Das darf nicht passieren, dass da eine Generation Corona im Jahr 2020 entsteht. Deswegen müssen wir an dieser Stelle aktiv werden. Und ich appelliere an alle, da auch nicht nachzulassen an dieser Stelle. Letzter Satz, Herr Kollege Naas. Hätten Sie die Presseerklärung mit den Rebhühnern zu Ende gelesen und genauer gelesen, dann hätten Sie festgestellt, dass in dieser Presseerklärung drinsteht, dass die 22 Millionen € für den gesamten Artenschutz und den gesamten Erhalt der biologischen Vielfalt da sind und dass es für Rebhühner genau 500.000 € sind. Ich hoffe, dass es vielleicht gelingt, dass wir doch trotz allem Impetus, in Anführungszeichen, wieder in den Normalzustand zurückzukommen, nach dem Motto, muss alles falsch sein, weil es von der Regierung kommt. Ich sage nicht, dass alles perfekt ist, was wir machen. Ich sage nicht, dass alles perfekt ist, was wir machen. Ja, an manchen Punkten, da arbeiten Leute Tag und Nacht seit 8 Wochen und auch das Wochenende durch. Und da kann auch mal etwas schiefgehen. Und ich verstehe immer mehr den schönen Satz von Kurt Biedenkopf, der 1993 irgendwann sagte, wir werden alle diese Hinweise bei der nächsten Wiedervereinigung beachten. Wir sind in einer Situation, die man, liebe Kolleginnen und Kollegen, jedenfalls so nicht vorhersehen und vorherplanen konnte. Und dementsprechend kann ich Ihnen sagen, an dieser Stelle hat Herr Kasseckert recht, wir können froh sein, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland eine leistungsfähige Verwaltung haben, eine Steuerkraft haben, einen Haushalt haben, der es uns ermöglicht, an dieser Stelle genau das zu tun. Und genau so werden wir kontinuierlich ruhig, besonnen und gleichzeitig entschlossen und bestimmt weiterarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Weitere Wortmeldungen gibt es keine. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Das ist ein Entschließungsantrag. Der soll nachher abgestimmt werden im großen Konzert der Abstimmungen, oder soll er in den Ausschuss? Soll nachher abgestimmt werden. Alles klar. So machen wir es.